Ja, und das wird der Tag dann zeigen. Das Ganze wird von uns journalistisch begleitet von meiner Kollegin Jeanette Clark. Jeanette, es gab ja schon eine stundenlange Anhörung von Minister Scheuer. Was wollen die Abgeordneten denn nun erneut und darüber hinaus von Scheuer wissen? Ja, das ist heute das Finale, ganz klar. Dieser Untersuchungsausschuss, der hat heute mit Andreas Scheuer seinen letzten prominenten Zeugen und auch denjenigen, wir haben es gesehen, der die ganze Zeit im Mittelpunkt der Vorwürfe stand. Und bei diesem Finale, da spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Abgeordneten hier über 70 Zeugenbefragungen hinter sich gebracht haben, 190 Stunden Sitzungszeit. Und man kann davon ausgehen, dass heute alle Vorwürfe, die schon genannt wurden, nochmal auf den Tisch kommen werden. Das ist ganz sicher. Seit 13 Uhr sitzen hier die Abgeordneten mit Andreas Scheuer, dem einzigen Zeugen heute. Also sie haben sich viel Zeit für ihn genommen, zusammen im Sitzungssaal. Und die Frage, die darüber steht natürlich für das Finale, wie steht es um die politische Verantwortung von Andreas Scheuer? Denn wir müssen noch mal daran erinnern, die Pkw-Maut, die ist schließlich gescheitert. Zwar geht es nicht um das politische Projekt Pkw-Maut, dieses zu bewerten, aber Andreas Scheuer war eben Minister in dieser heißen Phase der Vertragsunterzeichnung mit den Mautbetreiberfirmen, mit den potenziellen. Und genau darum geht es ja. Gibt es millionenschwere Schadensersatzforderungen? Ob das wirklich gezahlt werden muss, ist eine andere Sache. Das passiert in jedem benannten Schiedsverfahren. Aber die politische Verantwortung, die wird natürlich hier im Untersuchungsausschuss behandelt. Zum Auftakt haben die Obleute und vor allem die Opposition, die ja besonders hier hinter Andreas Scheuer stellen möchte, noch mal ihre Erwartungen und auch ihre Vorwürfe geäußert. Und Andreas Scheuer übrigens, der hat sich auch, bevor er in diesen Sitzungssaal gegangen ist, vor der Presse geäußert. Das wollen wir Ihnen zeigen. Es beginnt der Obmann der FDP-Fraktion, Christian Jung. Wir haben als Abgeordnete über 1 Million Aktenseiten ausgewertet. Und man kann ganz offen feststellen, dass Herr Scheuer in den vergangenen Jahren nicht richtig fähig war, dieses Ministerium auch zu führen. Er hat viele Akten gar nicht gelesen. Er wusste in vielen Sachen nicht, um was es geht. Und er hat sich eher um seine Öffentlichkeitsarbeit gekümmert. Was eigentlich auch sehr tragisch ist, auch für die Aufarbeitung. Er hat sich bis heute verweigert, mit dem Ausschuss ordentlich zusammenzuarbeiten. Er hat ja über private E-Mail-Konten kommuniziert. Uns liegen diese Dinge nicht vor. Und es ist natürlich auch ein Zurückhalten von Beweismaterialien. Auf der anderen Seite hat er sich bis zum heutigen Tag geweigert, mit dem Ermittlungsbeauftragten, den der Ausschuss eingesetzt hat, zusammenzuarbeiten. Und das werden wir ihm auch nicht durchgehen lassen. Dieses Pkw-Maut-Desaster der CSU ist aber insgesamt ein Desaster der CSU. Die CSU-Leute stecken da alle mit drin. Und es ist natürlich auch ein absolutes Führungsversagen von Markus Söder, dass er den Minister Scheuer nicht längst rausgenommen hat. Was muss eigentlich ein Minister tun in der heutigen Zeit, der schlechte Arbeit macht, dass er überhaupt zurücktreten darf? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, die sich ja alle Leute stellen, mit denen man zusammenkommt. Die ganzen Vorwürfe, die wir über Monate aufgearbeitet haben, sind belegt. Wir können das bis ins Kleinste untermauern, wie hier die politische Verantwortung des Ministers ist. Der Minister kooperiert in weiten Teilen nicht. Es gibt die größtmögliche Transparenz nicht. Und ich sehe hier nur die Alternative, auch wenn sie schon oft gefordert worden ist, dass Herr Söder jetzt hier endlich die Konsequenz zieht. Wir werden Herrn Scheuer natürlich mit den ganzen Informationen, den ganzen Fakten, die wir im Untersuchungsausschuss herausgearbeitet haben, konfrontieren. Wir werden natürlich beispielsweise die Frage stellen, was er eigentlich genau im Detail unternommen hat, als er erfuhr, dass das Angebot der Betreiber 1 Milliarde zu hoch war. War er darüber informiert, in welchen Details, dass die Toll Collect hier in Anspruch genommen worden ist? Hat er selber die konkreten Anweisungen gegeben? Dafür haben wir ja zahlreiche Hinweise und Aussagen in den Unterlagen. Wir wollen das jetzt von ihm auch hören. Und das wird sicherlich eine interessante Vernehmung. Ich erwarte von dem Minister eigentlich angesichts dessen, was auf dem Tisch liegt, dass er hier mal eine Beichte ablegt und sich nicht wieder breitbeinig hinstellt und sagt, alles super gelaufen bei der Maut, ich kann ja nichts für die europäischen Richter, sondern er sollte hier mal die Fehler eingestehen. Von den Entwicklungen zur Pkw-Maut bin ich nicht unberührt, sondern ich verstehe den Unmut auch über dieses Projekt und die Entwicklung dazu. Fakt ist aber, dass wir rechtens gehandelt haben. Wir haben Vergaberecht und Haushaltsrecht eingehalten.
Ich habe ein Gesetz vorgefunden, das vorher von der Bundesregierung, vom Bundestag, vom Bundesrat beschlossen wurde, von zwei Bundespräsidenten geprüft und unterzeichnet wurde. Von der EU-Kommission gab es grünes Licht, nämlich eine EU-konforme Umsetzung, klare Botschaft der EU-Kommission. Und in der Folge haben wir nach bestem Wissen und Gewissen dieses Gesetz als Auftrag in einem breit angelegten Verfahren umgesetzt. Die Zahlen, die genannt werden als Schaden, sind die Zahlen der Betreiber, der Gegenseite. Sie sind absolut in die Welt gesetzt und spekulativ. Wir weisen alle diese Forderungen zurück. Der Bund und die Bundesregierung sind sehr zuversichtlich, dass wir im Schiedsverfahren unsere Position klar dokumentieren können und diese Forderungen klar zurückweisen können. Verwundert kann man sein, dass sich einige auf die Seite der Betreiber zum Schaden des Bundes schlagen. Ich sage, dass ich zum zweiten Mal hier gerne Zeuge bin, um Auskunft zu geben. Es ist mir ein Anliegen, den Abgeordneten Auskunft zu geben. Das werde ich auch heute vollumfänglich machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Demonstrativ, kooperativ zeigt sich hier Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vor seiner zweiten Zeugenvernahme im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss. Seit 13 Uhr sitzen die Abgeordneten hier hinter mir in diesem Saal, hier im Paul-Elisabeth-Lüders-Haus nahe des Reichstages zusammen, um ihn zu vernehmen. Aber Andreas Scheuer, der hatte zunächst erstmal Gelegenheit, wie das jedem Zeugen zusteht, in einem Untersuchungsausschuss ein Eingangsstatement zu machen. Und davon hat er Gebrauch gemacht, wie auch das letzte Mal im Oktober übrigens. Und er blieb genau bei dieser Linie, die Sie eben schon angedeutet sahen. Er sieht keine Fehler bei sich oder auch bei seinem Haus und er hätte heute noch mal genauso entschieden. 45 Minuten hat Andreas Scheuer vor den Abgeordneten vorgetragen. Zuerst einen weiten Bogen zur Chronologie der Pkw-Maut. Das hat er übrigens auch beim letzten Mal schon gemacht. Mit der Quintessenz, die Pkw-Maut war nicht das Projekt von Andreas Scheuer, sondern die war ja schon 2013 ersonnen von Horst Seehofer, hatte schon Bundestag und Bundesrat passiert und als er Minister wurde im März 2018. Da gab es dieses Projekt ja, war schon längst beschlossen von Bundestag und Bundesrat und er hätte das ja schließlich als Minister umsetzen müssen. Dieses Argument übrigens, diese beiden Argumente, die haben die Opposition zumindest schon beim letzten Mal nicht überzeugt, denn ihnen geht es ja genau um diese heiße Phase der Vertragsverhandlungen mit den Mautbetreibern und wie Andreas Scheuer dieses Gesetz vor allem umgesetzt hat. Ja, im vergangenen Oktober, da hat er sich, das war jetzt eine Veränderung in seinem heutigen Statement, hat er sich heute noch mal explizit auch vor alle Mitarbeiter im Bundesverkehrsministerium gestellt, weil es kam ja auch immer wieder der Vorwurf von der Opposition, dass es Chaos im Ministerium gab, dass nicht genau bekannt gewesen sei oder im Ministerium kommuniziert gewesen sei, welche Schadensersatzforderungen eventuell auf den Bund zukommen könnten. Also er hat sich vor seine Mitarbeiter gestellt, da sollte schon ein deutliches Signal in sein Haus sein. Und er hat auch sehr detailliert schon vorab noch mal zu den einzelnen Vorwürfen der Opposition Stellung bezogen. Zu dem Vorwurf, er hat die Verträge damals zu voreilig unterzeichnet, nämlich vor dem EuGH-Urteil. Und es gab damals noch keine Rechtssicherheit. Zu dem Vorwurf, Bruch des Haushaltsrechts und des Vergaberechts, das hat er alles zurückgewiesen und hat gesagt, er würde heute noch einmal genauso entscheiden, hat detailliert erläutert, welche Absprachen es seiner Ansicht nach wann gab. Also er bleibt ganz sicher bei seiner Linie heute. Viel Gelegenheit zu fragen, indes hatten die Abgeordneten noch nicht. Wir sind jetzt erst in der ersten Fragerunde. Ja, das wird sich ja hoffentlich noch ändern im Laufe des Nachmittags, Jeanette, der ja sehr lang werden kann. So ein Untersuchungsausschuss ist ja das schärfste Schwert der Opposition. Die Opposition hat das Recht, wenn nicht gar die Pflicht, jetzt in dem Fall den Verkehrsminister so richtig ordentlich zu grillen. Ich würde aber gerne noch mal sozusagen auf die strategische Position der Opposition eingehen. Nun sagt die Union, der Opposition ginge es schon längst nicht mehr um Aufklärung, sondern um Nebenkriegsschauplätze. Man hat ja gerade in dem O-Ton gehört, man versucht jetzt CSU-Chef Söder in Mithaftung zu nehmen. Was ist da dran an dieser These? Das sind Nebenkriegsschauplätze.
Naja, die Nebenkriegsschauplätze, das ist natürlich die Position hier der Union, die ihren Minister verteidigen möchte. Das ist ganz klar und die keine Schuld bei dem Minister sieht. Und es war ja eben auch ein Lieblingsprojekt der CSU, vor allem diese Pkw-Maut, die 2013 sozusagen politisch auf den Weg gebracht wurde. Die Nebenkriegsschauplätze, die angesprochen wurden der Opposition, da geht es immer um die Frage, wie sehr persönlich sie Andreas Scheuer angegriffen haben. Denn tatsächlich, es gab auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen dem einen oder anderen Obmann der Opposition und dem Bundesverkehrsminister. Der Ton ist nicht immer ganz freundlich gewesen. Aber das ist in einem solchen Untersuchungsausschuss nun wahrlich nichts Ungewöhnliches. Und die Opposition beharrt eben darauf, dass dieser Minister ihrer Ansicht nach eine schlechte Arbeit gemacht hat, wenn es darum geht. Und die Opposition verweist eben immer wieder über diese Forderung der ehemaligen Mautbetreiber von 560 Millionen Euro immerhin Schadensersatzforderungen, die, um es noch mal zu sagen, in einem Schiedsverfahren verhandelt werden. Das kann sich über Jahre hinweg ziehen. Also ob das noch aufgeklärt wird, beispielsweise vor der Bundestagswahl, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Andreas Scheuer sagt ja, diese Forderungen seien nicht berechtigt. Und was Markus Söder anbelangt, ja, er ist, und deswegen wird er von der Opposition hier angesprochen, er ist natürlich als CSU-Parteichef der Einzige, der Andreas Scheuer sozusagen in Gefahr bringen könnte. Aber Markus Söder, nachdem es im letzten Jahr doch mal sehr brenzlig für Andreas Scheuer aussah, weil Markus Söder sich fragen lassen musste, warum er immer noch an ihm festhält nach diesem Mautdesaster, nach einem Bußgeldkatalog, wo es Formfehler gab und der im Ministerium, die im Ministerium gemacht worden sind oder immer noch nicht in Kraft ist. Also dies spielte alles im vergangenen Jahr eine große Rolle. Aber jetzt ist es eben auch so, dass die politischen Rahmenbedingungen, wir stehen immerhin 9 Monate vor der Bundestagswahl, nicht mehr so sind, dass man eine Kabinettsumbildung vornehmen müsste. Und nicht zu vergessen, es steht ja auch noch an, die sozusagen Nominierung eines Unionskanzlerkandidaten. Markus Söder hat persönlich sehr gute Umfragewerte, die Union hat gute Umfragewerte. Warum sollte er noch mal Unruhe hier hineinbringen? Und wahrscheinlich wird sich das Ganze sowieso mit der Bundestagswahl erledigen, denn dass Andreas Scheuer nach der Bundestagswahl noch einmal Minister wird, daran glauben in Berlin nicht allzu viele. Also Jeanette, so viel zur CSU und zur strategischen Position bei der Union am Tage dieser Anhörung heute im Mautuntersuchungsausschuss. Ich würde gerne noch sprechen ein bisschen über die SPD. Sie ist ja Koalitionspartner der CDU und der CSU in dieser Regierung, hat aber durchaus deutliche Kritik ja auch an Verkehrsminister Scheuer geäußert. Eine Obfrau, Frau Lühmann, hat zum Beispiel gesagt, im Ministerium habe es, Zitat, eine organisierte Verantwortungslosigkeit gegeben, Zitat Ende. Die SPD fordert aber nicht den Rücktritt von Scheuer. Warum nicht? Naja, das hat zwei Gründe, wenn ich auf den von Ihnen angesprochenen Grund kommen kann. Also die Obfrau der SPD-Fraktion hier im Untersuchungsausschuss, Kirsten Lühmann, die hat durchaus immer wieder auch bei der letzten Befragung von Andreas Scheuer Fehler angesprochen, die ihrer Ansicht nach im Ministerium passiert sind, die auf das Konto von Andreas Scheuer zum großen Teil gehen, weil er schließlich die Spitze dieses Hauses ist. Also sie hat schon im Ausschuss durchaus hart nachgefragt. Allerdings sagt sie, eine rote Linie wäre beispielsweise gewesen, das war das Thema der letzten Vernehmung, eine rote Linie wäre gewesen, wenn man Andreas Scheuer eine Lüge vor dem Deutschen Bundestag hätte nachweisen können. Da geht es ja um die zentrale Frage, haben die Mautbetreiber angeboten, im Herbst 2018 die Vertragsunterzeichnung zu verschieben, bis eben Rechtssicherheit bestanden hätte, bis der Europäische Gerichtshof eben geurteilt hätte. Die Mautbetreiber sagen, dieses Angebot habe es gegenüber Andreas Scheuer persönlich gegeben. Andreas Scheuer hat gesagt, in der letzten Vernehmung seiner Erinnerung hätte es dieses Angebot nicht gegeben. Warum ist es so brisant? Die millionenschweren Forderungen, die Schadensersatzforderungen, die wären ja dann womöglich gar nicht zustande gekommen, wenn man eben diese Verträge erst gar nicht unterzeichnet hätte. Und zudem ist Andreas Scheuer im September 2019 schon mal danach gefragt worden und hatte damals gesagt, nein, dieses Angebot gab es nicht. Und dann hätte er sozusagen ja den Bundestag belogen, wenn man ihm hätte nachweisen können, dass es dieses Angebot gab. Also um noch mal zu Kirsten Lühmann zu kommen und zur SPD zu kommen. Die SPD, Kirsten Lühmann, sagen ganz klar, es steht Aussage gegen Aussage, die Betreiber gegen Andreas Scheuer in diesem Punkt. Und damit kann man ihm eine Lüge nicht nachweisen. Und zudem
Na klar, die SPD ist der Koalitionspartner immer noch der Union. Und ich habe es in noch keinem Untersuchungsausschuss erlebt, dass ein Minister eines Koalitionspartners vom jeweils anderen richtig angegriffen worden wäre, beziehungsweise der Rücktritt gefordert worden wäre. Jeanette Clark war das an einem spannenden Nachmittag im Maut-Untersuchungsausschuss. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch im Ausschuss, Jeanette.